Sie dürfen überhaupt nicht, wenn die Verordnung vorgibt und was die Verordnung vorgibt, das gilt. Und Sie dürfen von der Verordnung hier persönlich nicht abweichen im Rahmen einer Versammlung. Das dürfen Sie überhaupt nicht. Die Versammlung ist grundrechtlich geschützt. Und wenn die Verordnung, es ist schon streitig, da sind wir ja gerade bei Gerichten, es ist schon streitig, ob eine Verordnung überhaupt vom Versammlungsrecht abweichen darf. Das war ja im April, war das noch so? Im April war ja die Versammlung auf einmal verboten. Das Bundesverfassungsgericht gesagt, eine Verordnung kann das gar nicht. Aber die 3 Meter stehen hier nicht drin. So, jetzt sagen Sie, hier stehen 3 Meter. Und jetzt, wenn ich das die stehen an anderer Stelle und wir erlassen die Auflagen auf Basis von § 15 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes. Das heißt, der Polizeifestigkeit. Das heißt, und da haben wir eben halt im Rahmen der Ermessensausübung bei den notwendigen Maßnahmen, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, eben einen Ermessensspielraum, hinsichtlich Erschießungsermessen, Ausfallermessen. Und da steht auch im Versammlungsgesetz nirgendwo drin, dass ich Rettungswege feiern muss. Das kann ich, muss ich irgendwo anders stellen. Ich möchte jetzt eine Strafanzeige machen, weil er nötigt jetzt ab sofort alle Menschen, die einen Attest haben, keine Maske tragen. Weil das ist tatsächlich eine Nötigung, weil er ist Beamter und er versucht jetzt hier gerade ein Ermessen auszuüben, was in der Verordnung nicht vorgegeben ist. Und es ist noch ein fehlerhaftes Vermessen. Ich muss Strafanzeige stellen. Ich möchte gegen diesen Herrn jetzt hier sofort Strafanzeige stellen. Das können wir jetzt. Wir meinen das ernst. Das ist eine Strafanzeige. Also hier er versucht jetzt Menschen, also zum einen versucht er gerade hier Versammlung zu behindern mit dieser Auflage, die er nachträglich macht oder meint machen zu müssen, in Bezug auf Menschen, die sowieso schon diskriminiert werden, die jetzt die einen Attest haben, die sollen jetzt 3 Meter abschaben. Und das ist eine Straftat. Moment, das ist eine Straftat. Ich will jetzt hier eine Straftat. Sie sind jetzt nicht dran. Ich möchte bitte sofort hier eine Strafanzeige stellen, weil das ist eine Straftat. Und da müssen wir auch gegen vorgehen, weil das ist. Wissen Sie, was Sie hier machen? Da muss zwingend eine Strafanzeige gemacht werden. Sie das, was Sie sind, dann machen Sie es. Ja, mache ich auch. Und Sie werden merken, dass ich damit durchkomme. Weil das, was Sie gerade tun, das ist eine Versammlung, die unter dem Schutz des Versammlungsrechts steht. Und Sie wollen jetzt hier Menschen diskriminieren, die einen Attest haben und sagen, Menschen, die einen Attest haben, müssen 3 Meter Abstand haben, was nicht in der Verordnung steht. Wir sind im Schutze des Versammlungsrechts. Und Sie behindern jetzt gerade damit schon die Ausführung der Versammlung. Das ist eine Straftat. Das dürfen Sie nicht, weil es in den Auflagen, die wir haben, nicht drinsteht. Und Sie nötigen Menschen, die einen Attest tragen müssen, das ist auch noch fest, Sie nötigen Menschen, die einen Abstand zu halten, die auch nicht in der Verordnung steht. Und deswegen analog irgendwas aus dem Sport im Versammlungsrecht anzuwenden, das ist mit Verlaub, nee, ich sage das Wort nicht, aber es ist wirklich Quatsch. So, und ich möchte jetzt hier sofort eine Strafanzeige stellen. Das ist eine Straftat. Die muss jetzt hier, das muss auch aufgenommen werden. Ich glaube aber im Sinne auch einer, also wir können uns darauf einigen, wir gehen auf die 1,5 Meter einfach. Aber Sie können Ihre Strafanzeige gerne stellen, können Sie machen, einfach um jetzt hier auch mal zum Ende zu kommen, ne, dass Sie dann gleich auch die Auflagen verlesen können, haben das Mikro ja schon in der Hand. Gehen wir auf die 1,5 Meter, weise aber darauf hin, im Zweifel, dass das dann natürlich verwaltungsrechtlich zunächst überprüft werden müsste und wir auch diese Auflagen in anderen Fällen schon erlassen haben. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Anmeldung war das immer hier nicht möglich, weil die auch erst sehr kurzfristig kam. Genau. Ich gehe dann zur Versammlungsfläche. Der Rechtsanwalt Ralf Ludwig wird zusammen mit Herrn Konka eine Strafanzeige gegen Sie aufnehmen und ich fange dann mit der Versammlung an und werde die mir vorliegenden Auflagen vorlesen.